Hallo und herzlich willkommen zum Kinoressort bei Tagesschau 24. 140 Jahre nach seinem Tod ist die Faszination von Richard Wagner ungebrochen. Der Komponist wird ebenso verehrt für seine Musik wie verachtet für seinen Antisemitismus. Regisseur Axel Brüggemann begibt sich auf die Spur des Wagner-Kults weltweit. Er findet Fans und Förderer, wo man sie nie erwarten würde. Er führt uns aber auch hinter die Kulissen des Allerheiligsten, des Festspielhauses in Bayreuth. Über Jahre durfte er dort Proben, Aufführungen und Premieren begleiten und liefert auch hier neue Perspektiven auf den umstrittenen Komponisten, sein Werk und seine Fans. Richard Wagner. Er polarisiert, wird gehasst und vergöttert. Wagners Musik ist eine Religion für sich. Seine Musik ist einfach aufregend. Die Doktrin der totalen Weltanschauung. Zwischen Genie und Wahnsinn. Wir Wagnerianer sind das Heavy-Metal-Ende der Klassik. Eine fast mystische Faszination, die kulturelle und soziale Grenzen überwindet. 125 Wagner-Vereine gibt es in ebenso vielen Ländern der Welt. Von Abu Dhabi über Japan bis Deutschland. Dieser Film unternimmt eine dokumentarische Reise durch die Welt der Wagnerianer und beginnt, na klar, in Bayreuth. Aber nicht etwa auf dem grünen Hügel, sondern unten an dessen Fuß. Beim Metzger. Entweder du bist Wagner-Fan oder du bist es nicht. Um diese Musik zu schreiben, musst du schon ein bisschen irre im Kopf sein, weil es geht ja gar nicht. Ne? Das ist, aber du bist fasziniert von der Musik. Für mich persönlich ein Traum. Zu Wagners Antisemitismus allerdings muss jeder seine Antwort finden. Nicht zufällig war er der Lieblingskomponist von Hitler und in Israel verpönt. Ich gebe nicht Hitler die Macht, meine Liebe zu Wagners Musik zu verderben. Ein unglaublich vielschichtiger Film. Nicht über Richard Wagner, sondern über die Faszination, die seine Musik bei den verschiedensten Menschen auslöst. Wagner, Bayreuth und der Rest der Welt. Jetzt im Kino. Das Kinoressort bei Tagesschau 24. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.